Steirer, die seit 9 Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen haben, hoffen gegen die Tiroler auf einen vollen Erfolg, um den Anschluss in der Tabelle nicht ganz zu verlieren. Ein Glücksbringer der Kapfenberger könnte dabei der Schiedsrichter sein, hat auch Harald Lechner auch beim letzten Bundesligasieg der Obersteirer gepfiffen. Und bei diesem 1:0 Heimsieg gegen Mattersburg war auch dieser Mann zuletzt vor eigenem Publikum von Beginn an im Einsatz. Srdjan Bavlov soll heute als Kapfenberger Stürmer für die Tore sorgen. Und der 27-Jährige zeigt gleich in der Anfangsphase, dass er das erste Kapfenberger Tor unter Neo-Trainer von Hesen schießen möchte. Er scheitert aber mit diesem Kopfball an Innsbruck-Tormann Schaffer. Ein Kopfball bringt auch die erste Chance für die Tiroler. Carlos Merino sorgt damit aber nicht für große Gefahr. Und so setzen die Kapfenberger weiter die Akzente. Weiter Pass von Kapitän David Sencha auf Dieter Elsneck, der umkurvt Innsbruck-Tormann Schaffer, doch dann schießt er nur ins Außennetz. Elsneck ist übrigens der bislang letzte Torschütze der Kapfenberger beim 1:3 gegen Ried. Innsbruck hat dem wenig entgegenzuhalten. Hier scheitert Burgic zweimal. Zuerst kann Tormann Wolf abwehren und der zweite Versuch geht daneben. Nicht viel besser machen es in dieser Phase des Spiels die Steirer. Hier blocken die Innsbrucker einen Fellfernick-Schuss ab. Kurz vor der Pause aber dann diese schöne Kombination. Brettenthaler auf Fellfernick, der bringt die Flanke ideal zur Mitte, doch Schaffer ist wieder in blendender Form und wehrt den Kopfball von Bavlov ab. Die Negativserie vor dem Tor geht in Kapfenberg also weiter und mit 1650 Besuchern gibt es auch beim Publikum einen Negativrekord. Eine Woche vor Weihnachten hat man in Kapfenberg einen großen Wunsch. Ja, dass es natürlich besser wird, dass wir wieder zu Hause gewinnen können und auch auswärts das ein oder andere Spiel, dass wir dann wieder diesen Rückstand aufholen können, das ist mein größter Wunsch und das wünsche ich auch der Mannschaft. Nach der Pause kommen die Innsbrucker deutlich stärker aus der Kabine. Wenige Minuten nach Wiederbeginn gibt es diesen Schuss von Merino und Kapfenberg-Tormann Wolf hat damit so seine Probleme. Den anschließenden Eckball wehrt Wolf dann aber wieder bravourös ab. Nach einer Stunde gibt es einen Doppeltausch bei den Gästen. Schretter und Berstahler kommen neu ins Spiel und setzen gleich Akzente. Zuerst spielt Schretter auf Berstahler, seinen Schuss kann Wolf gerade noch abwehren. In der nächsten Aktion muss sich der Kapfenberger Tormann aber geschlagen geben. Berstahler trifft zum 1:0 für die Innsbrucker. Für den Innsbrucker Joker ist es das dritte Saisontor, das zweite in Kapfenberg. Und dieser Treffer wird mit einem besonderen Jubel gefeiert. Ja, das ist unsere Kaffeerunde. Ein paar Spieler gehen halt immer auf einen Kaffee nach dem Training und deswegen haben wir uns da zusammengekocht, wir auch nach dem Training und so. Deswegen haben wir das gemacht. Jetzt erst werden die Kapfenberger munter, doch mit dem Toreschießen funktioniert es auch heute nicht. Symptomatisch sind die nächsten Szenen. Zuerst schießt Elsneck knapp daneben und wenig später dann dieses vorweihnachtliche Geschenk der Innsbrucker. Schaffer läuft aus dem Tor heraus, der Ball kommt glücklich zu Marc Brettenthaler, doch seine Flanke findet keine Anspielstation. Und auch der Schiedsrichter bringt den Kapfenbergern heute kein Glück. Ganz im Gegenteil. In der 87. Minute gibt es einen Pfiff und eine rote Karte für Michael Tieber. Doch was war passiert? Tieber fault Berstahler ohne Ball. Der Ausschluss eine sehr harte Entscheidung. Und in numerischer Unterlegenheit kommen die Innsbrucker dann noch zu dieser Möglichkeit. Doch Hackmeier schießt neben das Tor. Kapfenberg-Trainer Thomas von Hesen gibt es also auch nach dem dritten Spiel nichts zu lachen. Wir versuchen natürlich vom Tor das Beste, aber schlussendlich ist es uns halt wieder nicht gelungen, dass wir wenigstens ein Tor machen. Und ja, das ist natürlich eine sehr enttäuschende Situation für uns, weil wir wieder verloren haben. Nur in der Situation, in der die Spieler dann sind, dann ist es immer eine Frage der Überzeugung, des Selbstvertrauens oder der Klasse. So, und ich habe bald den Eindruck, dass es die Klasse ist, die uns fehlt.
was kann man dann daran arbeiten, dass man sich jetzt auch im Winter vielleicht punktuell verstärkt? So sieht es aus, ja, genau so. Einen anderen Weg gibt es ja da nicht. Ne? Wenn man jetzt probiert, ich habe es ja jetzt 3 Wochen gesehen, wir haben nicht ein Tor geschossen. Das reicht. An und für sich war es heute keine gute Partie und ich denke, für uns war es heute so das erste Spiel in dem ganzen Jahr, wo wir nicht sehr gut gespielt haben und trotzdem gewonnen haben. Und so reicht den Innsbruckern auch eine nicht sehr gute Leistung zum zweiten Auswärtssieg der Saison.